So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute war wieder ein langer Gamescom-Tag und ich habe mir wieder einige Spiele angeschaut. Und da fangen wir gleich mal an. Am Anfang habe ich mir Crysis 3 angeschaut in der Entertainment Area. Also ich habe es auch anspielen können. Sehr hübsche Grafik, auch auf der Xbox, wo ich es gespielt habe. Und das Problem ist leider, es wirkt sehr stark wie Teil 2. Mit zwar einigen Neuerungen im Multiplayer-Modus, Singleplayer weiß man noch gar nichts wirklich. Halt nur, dass es wieder in New York spielt und alles viel mit Dschungel ist, aber sonst weiß man eigentlich nichts. Das war sehr schade. Multiplayer solide wie beim zweiten Teil auch. Danach habe ich mir Far Cry 3 bei Ubisoft angeschaut. Das Spiel hat wirklich eine super schöne Grafik, wirklich wunderschön. Leider auf PC. Also da werden wir an der Konsole einige Abstriche machen oder in Kauf nehmen müssen. Und also wirklich tolle Atmosphäre hat das Spiel. Anfangs spielt man im Singleplayer ein bisschen. Muss man so eine kleine, so eine Person, wie heißt, finden auf einer Insel und die dann töten. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, bloß die Gegner sind irgendwie so gewieft und wenn die einmal einen sehen, dann sieht man sie. Dann lassen die auch nicht ab von dir und die verstecken sich hinter Bäumen. Also die KI ist wirklich sehr, sehr gut. Das Wasser schaut wunderschön aus und es ist einfach ein tolles Flair. Multiplayer war auch nicht schlecht, also der hat sich auch sehr gebockt. Da war es so, dass es zwei Teams gab und jedes Team hatte drei, nee, zwei Fässer, die man bewachen musste und man konnte immer vom gegnerischen Team das Fass anzünden und wenn man beide Fässer gleichzeitig anzündet und eine Zeit lang brennen, dann hat man einen Feuersturm ausgelöst und muss ein Funkgerät einnehmen. Und wer das dann, ich weiß es nicht wie oft, mal einnimmt, der hat dann gewonnen. War kein schlechter Modus, bloß ich habe lange nicht mehr gespielt gehabt und war dadurch auch nicht wirklich sehr gut. Dann habe ich mir Assassin's Creed 3 einmal in der Entertainment und einmal in der Business Area angeschaut. Beides Mal wurden Seeschlachten gezeigt. Und in der Business Area wurde eine andere Seeschlacht gezeigt als in der Entertainment Area, aber die waren sich ziemlich gleich. Und man hat leider gesehen, das Wasser schaut sehr unrealistisch aus. Mehr so wie Folie, also fand ich nicht so schön. Und es gibt vier verschiedene Kanonenkugelarten, darunter auch welche, die normalen, die mit Feuer und die mit Ketten. Und eine, die mehrere kleine schießt. Und während der Fahrt kann man zwischen den einzelnen Kanonenkugeln hin und her switchen und zum Beispiel mit den Ketten, da kann man den Mast des gegnerischen Schiffes einreißen und das dann entern, das Schiff. Und mit den Feuerkugeln, die richten am meisten Schaden an. Und man hat auch noch so kleinere, die sind auch besser justierbar und die kann man dann extra zielen. Die Geschwindigkeit des Schiffes ist durch Halb- und Vollsegel regelbar, also schnell, langsam und ich glaube, man kann sogar einen Anker lichten und dadurch halt dann stehen bleiben. Und der Sound wirkt teilweise, also am Ende wurde dann bei der Präsentation gezeigt noch sowas, etwas billig, weil irgendwie hat es sich nicht realistisch angehört beim Kampf damit. In der Business Area wurde dann auch noch auf der Wii U das Ganze gezeigt und auch auf der PS3. Ich habe mir die PS3 angeschaut und auch die Wii U und die PS3 hat abgekackt komplett. Also die Wii U hat ein wesentlich besseres Bild. Und weil einfach mehr Kantenschärfe und klarere Texturen da waren. Dann die Schiffe sind individuell bestückbar von den Waffen her, wurde mir gesagt. Und dann jetzt noch ein bisschen was zu Connor. Also der hat eine Doppelpistole im Handschuh.
und wie er sich auf dem Schlachtfeld fortbewegt, ist ja eigentlich nicht bekannt, sondern und es wurde jetzt gezeigt, er schleicht nicht wirklich, sondern er rennt von Deckung zu Deckung, um dann in den Wald zu kommen und sich dort dann weiter zu schwingen und dann einen zum Beispiel Offizier zu töten, der im Wald gerade patrouilliert mit seiner Truppe. Und er hat viele neue Gadgets, darunter auch zum Beispiel irgendwie Dartboard heißt es. Das ist was, wo man Gegner am Baum aufhängen kann. Das ist so eine Art Spitze mit Seil dran. Und in der Wildnis haben sie ein bisschen was gezeigt, wie er durch den Wald läuft. Also da schauen die Sträucher und Gräser teilweise sehr billig aus von der Textur. Aber es kann sich natürlich alles noch ändern. Dann war ich noch bei 2K Games und habe mir NBA 2K13 angeschaut. Und da gibt es was Neues. Ähnlich wie bei NHL kann man jetzt auch den Ball mit der, oder bei NHL den Schläger mit dem rechten Stick steuern. Also man kann an der Hand mit dem rechten Stick den Ball steuern und auch werfen, soweit ich das mitbekommen habe. Die Gesichter sind, finde ich, sehr schön animiert, obwohl das eigentlich, glaube ich, das Spiel war noch nie, ich glaube, das war Beta-Phase, soweit ich weiß, oder Vor-Beta-Phase, also noch nicht ganz finished. Und leider fand ich die Zuschauer sehr schlecht von den Bewegungen her und eigentlich nicht sehr schön animiert. Es soll eine Sprachsteuerung mit Kinect geben. Da soll man die Spielerposition ändern können. Und der Präsentator, der hat nochmal dann auf Englisch ein paar Schimpfwörter rausgehauen. Und dann gab es ein technisches Foul wegen Bad Language. Und also man kann wie ein Trainer agieren. Und es wurde auch gesagt, dass kein Vorteil im Gegensatz zu, bei Multiplayer zum Beispiel, zu Leuten, die kein Kinect haben, weil das soll man auch alles mit am Controller machen können. Und Sprachfunktion soll in allen Ländern, wo es rauskommt, verfügbar sein. Dann habe ich mir noch The Hip-Hop Dance Experience bei Ubisoft angeschaut. Das ist ein Nachfolger von Michael Jackson The Experience und Black Eyed Peas The Experience. Und es gibt viele verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber es unterscheidet sich halt nicht wirklich so vom Spielprinzip her zu den Vorgängern wie Michael Jackson und Black Eyed Peas. Und am Ende, und es ist halt alles sehr stark, oder es ist halt alles nur auf Hip-Hop zugeschnitten und mit vielen verschiedenen Hip-Hop-Songs. Und am Ende sieht man dann immer, wenn man fertig getanzt hat, welche Move man am schlechtesten gemacht hat, mit einer Prozentanzahl. Und den kann man dann nochmal extra trainieren. Der wird dann teilweise auch in Zeitlupe gemacht, dass man genau die Bewegungen folgen kann. Und umso besser man tanzt, umso mehr Sterne bekommt man. Also 5 Sterne ist das Beste. Dann gibt es darin auch noch einen Dance-Marathon. Das funktioniert so, da werden alle Lieder aneinander oder alle Songs aneinander gereiht und und es geht so lang, wie man tanzt, einfach immer durch. Und man kann dadurch Punkte machen und da ist einfach ein lustiges Gadget dabei. Dann haben die auch noch Marvel Adventures vorgestellt, das ja für Kinect rauskommt. Man kann 20 Marvel-Charaktere auswählen und das ist eigentlich ein Beat'em-up. Man prügelt sich da gegenseitig mit jeweils in jedem Team 2 Leuten und wer dann zuerst K.O. geht, hat verloren. Und das kann leider nur mit Kinect gespielt werden. Also es ist nicht möglich, das mit dem Controller zu spielen. Aber es wird einen Koop-Modus geben, wo man zu zweit mit Kinect spielen kann. Das wurde auch gezeigt. Dann Just Dance 4. Da haben die einen 4 Spieler gleichzeitig. Oder es können 4 Spieler gleichzeitig spielen. Das ist eigentlich von Just Dance. Das ist eigentlich das einzige, wo das möglich ist. Und es gibt eine Musikvideo-Funktion. Also Kinect nimmt ja alles auf, wie man sich bewegt mit der ganz normalen Kamera.
Und das wird dann am Ende, kann man auswählen, dass man das in ein Musikvideo zum Schneiden lässt. Und das hat eigentlich gar nicht schlecht funktioniert. Die nehmen dann die besten Moves aus, die am besten geklappt haben. Und die legen die richtige Musik, den richtigen Part der Musik drüber und machen dann ein kurzes Musikvideo draus. Das kann man per Mail verschicken, auf Just Dance TV hochladen, auf YouTube hochladen und über die Social Networks teilen. Und das finde ich eigentlich keine schlechte Funktion. Und ja, das war es jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, morgen schaue ich mir noch ein paar Titel an. Unter anderem freue ich mich sehr auf Dead Island. Und ja, bis demnächst. Auf dem Kanal vorbeischauen und immer schön weiterzocken.